Also, ich bin erstens nur zufällig da, bin da überhaupt nicht dabei bei den Gesprächen. Und zweitens, ich kann da nur meine persönliche Meinung sagen, ich habe immer meine Maske mit, weil ich mich schützen will, aber weil ich auch andere schützen möchte. Ich glaube, das ist in dieser ganzen Diskussion von Anfang an untergegangen. Also noch der frühere Bundeskanzler Kurz wollte uns ja erklären, er weiß, wie es geht. Bekannte medizinische Ausbildung und hat aber nie die Kommunikation mit den Menschen gesucht, sondern wollte von oben etwas oktroyieren. Das funktioniert nicht. Ich habe das mit Freunden in Schweden besprochen. Da gab es von Anfang eher eine Kommunikation mit den Leuten. Und das ist das, was mir am meisten fehlt, dass die Menschen untereinander reden und dass wir wissen. Und ich habe vor kurzem wieder eine Grafik gesehen, wo das genau analysiert wurde. Wenn man die Maske so rum richtig aufhat, dann ist die Chance, dass man nicht angesteckt wird und dass man niemanden ansteckt, sehr, sehr, sehr hoch. Das ist also, wenn es richtig auf ist, ist das also fast ein Wundermittel. Und jetzt sehen wir, dass das in unterschiedlichen Bundesländern, in unserem kleinen Österreich, unterschiedlich gehandhabt wird. Wer soll denn das verstehen? Also deswegen wäre meine Bitte, mehr kann ich eh nicht äußern, bitte einigt euch darauf, dass die Menschen verstehen. Die Menschen fahren jetzt von Wien nach Kärnten oder von Salzburg auf Urlaub oder aus den Bundesländern nach Wien. Du musst doch einheitlich machen, ist das Wesentliche. Zweitens, nehmen wir Rücksicht aufeinander. Und ich glaube, dass in engerem Raum das sehr einfach ist, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Bei der Quarantäne kann ich nur sagen, das habe ich schon als Chefredakteur immer gesagt, wenn einer krank ist, bitte zu Hause bleiben. Ja? Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, schütze dich selbst, ja, und schau, dass du wieder gesund wirst. Und mir ist lieber, du bist 5 Tage krank, als kommst zwischendurch und bist dann 2 oder 3 Wochen krank. Und zweitens, steck niemanden an. Also, wenn klar ist, dass die Krankheit ansteckend ist, dann möchte ich schon, dass jemand, der ansteckend ist, eher zu Hause bleibt. Jetzt die einheitliche Regelung, die will auch Johannes Rauch, unser Gesundheitsminister. Allerdings wird es vermutlich schwierig werden, weil wenn Wien dagegen ist und sagen wir Oberösterreich, ein Land, das ungefähr von der Einwohnerdichte mit Wien nicht zu vergleichen ist, schwer dagegen ist, wie will man da einen Kompromiss finden? Naja, das ist ja wie so oft in der Politik, jetzt will niemand mehr den Kopf verlieren, das Gesicht verlieren. Ja? Den Kopf haben sie schon verloren, jetzt das Gesicht verlieren, wäre ja schlecht. Das heißt, vorher hätte man sich ja absprechen können und noch einmal nicht einen politischen Sieg aus der einen oder anderen Maßnahme machen. Das war, glaube ich, der Fehler von Anfang an rund um die Pandemie. Und deswegen auf Rücksicht nehmen aufeinander. Also wenn es eine Möglichkeit gibt, wie man aufeinander Rücksicht nehmen und wenn das die Regierenden auch verkünden, dann ist das vielleicht auch gut für die Umfragezahlen, auf die ja gebannt schauen und die im Moment so schlecht sind. Ja, warum? Weil das Vertrauen verloren gegangen ist. Aber Vertrauen zwischen Regierung und Bevölkerung und Bevölkerung und Regierung, das ist halt schlecht. Sage ich als Oppositionspolitiker, ich möchte, dass eine Regierung in dieser Frage Vertrauen hat, weil sonst wird das nicht gut gehen für uns. Zu den Umfragen muss man sagen, die SPÖ hat da stark aufgeholt. Liegt das Ihrer Meinung auch daran, dass die Parteivorsitzende eben Medizinerin ist? Ich weiß nicht, ob das so das wesentliche Punkt ist. Also, wie wir ja aus der Politik nicht nur in Österreich wissen, ist ja nicht so, dass die Opposition gewinnt. Oft ist es so, dass die Regierung verliert. Und da ist einfach zu viel passiert an nicht vertrauenswürdigem von verschiedenen Personen dieser Regierung. Und deswegen liegt es, glaube ich, hauptsächlich daran.